Freunde, und willkommen zu einem weiteren Video auf dem Squad-Kanal. Heute zeige ich euch mal wieder mein neues Weekend League-Team mit den krassesten Footies-Karten. Ich glaube, das ist das krasseste Team, was ich jemals in FIFA gebaut habe, zumindest in FIFA 22. Und ich habe unnormal Bock, damit diese Weekend League zu spielen. Ja, ich spiele die Weekend League dieses Wochenende mal wieder. Ich habe Bock drauf und deswegen würde ich sagen, gehen wir rein ins Teambuilding. Lasst gerne ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da, um nichts mehr auf dem Squad-Kanal zu verpassen. Und ich würde sagen, wir fangen an in der Defense. Ich würde sagen, ich habe mir eine unfassbar krasse Defense gebaut und ich fange an mit dem Torhüter. Und im Tor steht hier einfach Donnarumma, Team of the Year. Einer der besten Torhüter im Spiel. Er ist groß, er hat ein geiles Rating, er hat krasse Stats. Und ja, der tut auf jeden Fall das, was er machen soll, und zwar ein paar Bälle halten. Ein paar Bälle lässt er auch rein, er patzt wie jeder andere Torhüter, aber er macht das schon ganz gut. Passend zu ihm haben wir natürlich einen Spieler, der einen grünen Link gibt, weil wir brauchen ja auch Chemie auf ihm. Ich hätte auch eine italienische Eike nehmen können, aber wir machen das Ganze mit Marquinhos. Mit Marquinhos kommt das Ganze super und Marquinhos ist auch einer der besten Verteidiger im Spiel, meiner Meinung nach. Der kann das einfach. Auf der anderen Seite haben wir dann auch eine richtig geile Karte. Die habe ich sogar schon im Verein und die heißt End of an Era Chiellini. Mit Kusshand ist er am Start auf dem Bild. Super Typ, Linksfuß auf seiner Karte, aber ein unglaublicher Typ. Ich sag euch ehrlich, diese Abwehr mit dem Torhüter zusammen, die steht wie eine Mauer. Und auf den Außenverteidigerpositionen haben wir auch nicht gespart. Da haben wir nämlich eine 97er Ratingkarte, zumindest auf der rechten Seite. Und dieser Mann heißt, richtig, Ivan Córdoba. Grüner Link zu Chiellini. Córdoba full, Chiellini so gut wie full. Noch nicht ganz, aber das wird gleich noch. Ich sag euch ehrlich, Córdoba hat auch so... Junge, was sind das für Karten? Was ist das für eine Verteidigung? Und wisst ihr, wer jetzt noch dazu kommt? Wir machen noch eine weitere Liga direkt in der Abwehr rein. Und das ist dann auch die La Liga Santander. Und zwar mit der Special-Karte von Marcelo. Natürlich nicht der Shapeshifter, weil der ist Stürmer, sondern der Linksverteidiger 94er Foot Captains. Bruder, auch eine brutale Karte. 5-Sterne-Tricks, 5-Sterne-schwacher Fuß. Lieb ich einfach einzubauen. Sehr offensiver Spieler. Aber können wir auch. Wir können offensiven Verteidiger drin haben bei dieser Abwehr, weil Córdoba, Chiellini, Marquinhos, die halten das Ding da hinten schon dicht und Marcelo kriegt einfach hinten bleiben und dann geht er auch nicht zu weit nach vorne, also das passt dann auf jeden Fall schon. Das ist meine Abwehr, Freunde. Ich sag ehrlich, für mich 10 von 10. Passend dazu mache ich weiter auf der linken Flügelposition und auf der linken Flügelposition haben wir einen Spieler, den wir alle lieben, der zurzeit richtig, richtig, richtig krass abgeht. Er spielt bei Real Madrid, zockt mit Benzema und holt einfach alles, schießt Tore, Vorlagen, alles Mögliche ist dabei. Vinicius Junior, der musste einfach spielen. Ich hätte das Team auch ein bisschen umgedreht machen können. Das heißt, ich hätte auch auf der anderen Seite vielleicht Rodrigo zocken können. Aber wir wollten Vinicius Junior zocken. Boah, bisschen overlinked jetzt hier mit Marcelo, aber das passt schon. Und wisst ihr, wer noch dazu kommt? Dazu kommt noch eine richtig geile Karte. Hier auf der linken ZOM-Position. Das ist nicht irgendeine Karte. Das ist die Karte, die mir ganz vorne angezeigt wird, weil es mit die beste Karte ist, die ich in meinem Verein habe. Und zwar Neymar Junior Footies. 5-Sterne-schwacher Fuß, muss ich nicht erwähnen. Aber, ja, 99 Antritt, 99 Sprintgeschwindigkeit kann man mal erwähnen. Und die anderen Stats, 99 Beweglichkeit, 99 Ballkontrolle, 99 Dribbling, 99 Ruhe. Ja, ja, die sprechen für sich. Die Stats sprechen, glaube ich, für sich. Mit die beste Karte im Spiel, glaube ich. Zu krass. Und wenn wir schon dabei sind, Freunde, wenn wir schon dabei sind, dann brauchen wir doch natürlich auch noch eine 99er-Karte im Verein, oder? Dann brauchen wir doch auch noch eine 99er-Karte. Und die heißt Lionel Messi. Lionel Messi mit, lass mich kurz gucken, 99 Antritt, 99 Stellungsspiel, 99 Abschluss, 99 Weitschüsse, 99 Freischusspräzision, 99 Übersicht, 99. Der hat alles 99. Deswegen hat er auch ein 99er Rating. Dieses Team, meine Gegner in der Weekend League, die werden doch heulen, wenn die gegen das Team spielen müssen. Ach du Scheiße, und es geht weiter. Es hört nicht auf, es geht weiter mit einer geisteskranken Karte. Und nein, es ist kein Team of the Year, denn der Mann hat nicht nur ein Team of the Year bekommen, der Mann hat auch noch eine Shapeshifter-Karte bekommen. Und der Mann heißt N'Golo Kanté und er ist einer der sympathischsten Fußballer der Welt. Und das Besondere bei dem ist, der hat 5 Sterne Skills. Auf der Shapeshifter-Karte. Man kann mit einem Kanté auf einmal ein Elastico rauskloppen. Ein Außenelastico rauskloppen. Mit dem Glatzkopf. Patsch! Eine Klatsche auf die Glatze und ein Elastico hinterher. So ein Ding ist das. Wisst ihr, wen ich da gefunden habe? Wer perfekt zu Kanté passt? Guckt ihn euch an. Wer gekommen ist. Es ist so super. Und sein Name, er ist eigentlich Linksmittelfeldspieler, aber das juckt uns in dem Fall nicht. Sein Name ist
San Maximin, on the wing, mit dem Stirnband, mit den Dreadlocks, mit 99 Antritt, 99 Sprintgeschwindigkeit, 99 Stellungsspiel, 99 Schusskraft. Es geht weiter mit den 99er Stats. Meine Weekend League Gegner, diese Weekend League, werden sich nicht freuen, wenn sie dieses Team begegnen. Und zu guter Letzt, weil ich es vollständig machen wollte, viele haben gesagt, Wakes, spiel hier Zidane, Wakes, spiel unbedingt Moment Zidane, aber nein, ich wollte noch eine weitere Karte auf dem Feld haben, die eine Ausstrahlung hat. Nicht so, dass sie dann keine Ausstrahlung hat, aber dieser Mann hat eine besondere Ausstrahlung. Und sein Name ist Ruud Gullit. Und dieser Mann zusammen mit N'Golo Kanté mit 5-Stern-Tricks, glaube ich, ja, wird schwierig für den Gegner da durchzukommen. Sag ich euch ganz offen und ehrlich, wird schwierig für den Gegner da durchzukommen, durch dieses Mittelfeld. Und wenn sie dadurch kommen, durch diese Abwehr. Wenn sie dadurch kommen, müssen wir noch Donnarumma besiegen. Was sagt ihr zu dem Team? Ich zeige euch noch kurz, was auf der Bank sitzt, okay? Auf der Bank sitzen dann noch Ribéry, Barella, Di Maria, Varane, wenn ich ihn gemacht habe, Diaz, Rodrigo und Roberto Carlos. Moin, Meister. Für mich wirklich ein 10 von 10 Team. Ist jetzt nicht das kreativste Team, was die Links angeht, aber trotzdem, wir haben Ligue 1, wir haben La Liga, wir haben Serie A, wir haben Premier League, wir haben Icons. Also 4, wenn man die Icon-Liga dazu zählt, 5 verschiedene Ligen. Schmeckt für mich sehr, sehr, sehr gut. Und die Einzelspieler sind natürlich top. Freunde, wer das Team führt, lässt ein Like da, lässt ein kostenloses Abo da. Traum. Einfach ein Traum. Wir sehen uns in der Weekend. Peace.